Ich bin immer irgendwie positiv eingestimmt für Veränderungen und wo ich das gehört habe, dass das vielleicht der Fall sein wird, war ich sehr dafür, dass das vielleicht passiert. Jetzt ist es soweit, nächstes Jahr wird hier auf Rasen gespielt. Für uns Spieler, glaube ich, auch eine tolle Sache, weil wir halt, sag ich mal, noch eine extra Woche haben vor Wimbledon und jetzt auch zwei Turniere in Deutschland mit Stuttgart und mit Halle. Sich hier auf Rasen vorzubereiten, auf dem Weg zu Wimbledon, könnte, glaube ich, nicht besser sein. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, sich für das wichtigste Turnier der Welt, Wimbledon, vorzubereiten. Und da hat jetzt Stuttgart wirklich gute Karten. Insofern sind wir zuversichtlich, dass wir hier Anfang Juni hier einen tollen Launch haben und dann wirklich das Turnier ja offiziell sozusagen mit ATP-Tennis eingeweiht wird. Ich freue mich drauf, auch wenn ich als Spieler nicht dabei sein kann. Nächstes Jahr werde ich beobachten, wer hier alles spielen wird und vielleicht trotzdem auch da vorbeischauen, um mir das anzuschauen selber, aber natürlich lieber als Spieler.